Herzlich willkommen zu den nächsten 12 Minuten, 12 Minuten, 12 Minuten und immer wiederkehrenden 12 Minuten, was ja eigentlich 10 Minuten sind, oder? Hallo Tina, du bist auch wieder dabei. Ich bin dabei. Du Hallo bist dabei. Olli. Wir haben letztes Mal, haben wir einen Erfolg gehabt? Wir haben Erfolg gehabt, ne? Wir haben erkannt, dass die Pflanze wächst. Jedenfalls neue Erkenntnisse, Erfolg. Ja, und ach so, und wir haben, nee, halt, wir haben ganz gut Fortschritte gemacht. Und zwar haben wir ja sogar den Dialog erweitert um den Bruder. Ja. Monster mit dem mit dem Cop, mit dem Polizisten haben wir gesprochen. Und der hat uns ja erzählt, dass er sich an den Namen der Nanny nicht erinnern kann, weil wir wollen ja im Endeffekt, wir wissen nicht, wie wir an den Bruder rankommen. Wohl irgendwie über die Nanny. Und den Namen wusste er nicht. Er hat gesagt, Daphne oder Daisy, irgendeine englische Pflanze heißt so. Und da kamen wir ja auf die Idee, die Blume mal zu betrachten auf der Kommode. Die hatte ich durch Gag und Dollerei, keine Ahnung, hatte ich sie einmal gegossen. Und dann haben wir im nächsten Loop reingeguckt, und dann hatte das Ding Blätter. Und dann haben wir sie dreimal oder viermal gegossen. Und dann kam Olli auf die glorreiche Idee, das Ding mal mit dem Messer zu zerschnibbeln. Und dann war sie wieder kaputt. Okay, also du hast ja eben gerade vor dem Stream noch eine Idee gehabt. Naja, es ist jetzt ja die Frage, wenn sie jetzt immer noch nicht blüht, obwohl du sie 5 oder 6 Mal schon gegossen hast, ob man mit einer Schlaftablette viel, was anderes hätten wir ja nicht, als Art Dünger eine Blüte erzeugen kann. Oder Ja, ob wir sie wieder töten und von das vorne anfangen würden wir müssen. dann ja und würden am Ende der Stunde nochmal. Gut, was haben wir jetzt vor? Wir haben also die Blume, die blüht noch nicht wirklich, die ist buschig. Ja. Beziehungsweise Hat Blätter. am Anfang dieses Loops wissen wir es ja noch gar nicht. Am Ende des letzten hatte sie nur Blätter. Sah aus wie eine Distel, hast du gesagt, Kleiner ne? Fikus eigentlich ja eher. Gut, ich weiß ja nicht, ob Ficus im Englischen Distel heißt. Wir haben auch nicht gegoogelt, wie eine englische Blume heißen könnte. Mit Daisy oder heißt Daisy nicht übersetzt Blume? Ich weiß das gar nicht. Und Aber wir könnten es, selbst wenn du es gegoogelt hättest, ihm ja nicht vermitteln, dass wir den Namen jetzt das wissen. stimmt. Also müssen wir irgendwie rausfinden, wie sie heißt. Und das können wir insofern vielleicht tun. Das war meine Idee, dass wir den Polizisten nochmal in die Falle locken, fesseln und befragen. Jetzt wissen wir ja ein bisschen mehr. Und können ihm eventuell, wenn wir nochmal ins Bein schießen, die Aufmerksamkeit erregen. Und dann ist er ein bisschen gesprächiger, um ihm dann vielleicht was über die Blume rauszukitzeln. Die wir jetzt aber jedes Mal mit gießen werden. Die wir jedes Mal mit gießen werden. Das heißt, ich werde jetzt. Ich muss also sowieso beide Becher haben. Beide Becher haben. Und da werde ich sie gießen. Ich werde beide Becher voll Wasser machen. Zack. Und gucken wir sie uns erst einmal an, ob wir uns für die Düngervariante entscheiden wollen, oder? Nee, wir würden, also ich würde, bevor ich die Blume jetzt wieder kaputt mache, würde ich erstmal mit dem Polizisten das machen wollen. Okay, da wird es nicht ganz umsonst Wie, wissen, ja, Zweifel. genau, wie gesagt, weil sonst haben wir nächstes Mal nämlich ein Problem, indem wir die, oh, schnell. Jetzt hat sie uns auch. Aber dann betäuben wir sie wieder, damit er auch ins Schlafzimmer geht. Genau. Also das alte Spiel. Ja. Best night ever. Guess. Let me know when you're in the Genau. Ich habe mal abgekürzt, weil wir kennen diese Dialoge wirklich zur Genüge. Ich bin ja nur am Einsammeln hier der Utensilien. So, das Telefon brauchen wir auch erstmal nicht. Messer bräuchte ich, glaube ich, eigentlich auch nicht. Nur wenn Nicht, wenn ich. du im Schrank steckst, ne? Nee, genau. Eigentlich nicht. So, jetzt machen wir sie aber erstmal müde. Gleich. Gut, wir bräuchten das Messer, um den Ventilatorschacht mit der Uhr rauszuholen. Wir holen sie uns auch. Also so insofern. Nehmen wir es natürlich mit. Besser dabei zu haben, wenn wir im Dialog irgendwie sagen können, hier, die Audio-Wills hatten wir ja schon mal gehabt, ne? Und dann, es ist ein bisschen aufregend, weil das sind so echt. Man hatte schon so viele kleine Facetten, wo man immer sagt, das bringt einem ganz viel weiter. Ne? Genau. Und dann hast du auf einmal wieder was völlig Neues und du kommst auf einen ganz anderen Weg. Und das ist das, was ich jedes Mal erzähle. Ich wiederhole mich ja so gerne, dass ich das an dem Spiel so interessant finde, ne? Weil irgendwie dir alles irgendwo einen Sinn ergibt. Ich habe sie im Klo runtergespült. Das war mal eine kurze Dialoggeschichte. Wir haben sie im Klo runtergespült. Das habe ich mir. Ich habe sie im Klo runtergespült. Such mal schnell. Na, da hat es umgebracht. Okay, wissen wir also, wir können sie im Klo runterspielen. Es bringt nichts. Ja, und insofern. So. Tabletten waren drin, ne? Hatte ich reingetan, ne? Ich meine, du hattest schon eine reingetan. Ja. So, dann gehen wir mal raus. Voila. Oder? 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 Oh, yeah, thanks. I was about to grab some.
So, da können wir sie mal ein bisschen beschnacken über die Nanny. Ja, aber du wolltest sie nicht zu lange aufhalten, damit sie nicht im Flur einschläft. Genau. Über ihren Bruder herausfinden. Haben wir ja? Weiß ich gar nicht. Sie weiß ja davon gar nichts, oder? Your brother, the one that killed your father. How can we find him? What are you talking about? Sie weiß ja davon gar nichts, ne? Drauf bestehen, mal gucken. Obwohl, dann ist der Penti nicht ein, ne? Weil sie jetzt sauer oder was? Your half-brother, from the affair, where can we find him? I have no idea what die lügt ja. Cut it out. You're scaring me. What the fuck is wrong with you? I'm done with this. You have more questions? Find someone else. Ein Glück. So tired, geh mal lieber ins Bett. Jetzt geht sie sauer ins Bett. Mhm. Woher weißt du das? Kennst du diesen Zustand? Nein. So, machen wir einmal Licht an und aus. Begießen die Pflanze. Mit dem zweiten Becher, meinst du? Können wir natürlich machen. Wobei ich einen Becher Wasser eigentlich ganz gerne dabei hätte, wenn wir ihn mit seinem Kreislauf da irgendwie... Kannst du ihn ja gleich nochmal füllen. Vielleicht hilft der Wasser bei Kreislauf bei ihm, wenn wir ihn abgeknallt haben. Ja, oder nehmen wir diesen Becher? Hat der noch Reste drin oder was? Oder? Das nee, ist egal. Glaub, so geht das Spiel nicht. Das ist nicht wie bei, wie hießen sie denn? wie hieß denn dieses? Romeo und Julia. Romeo und Julia. Romeo, oh Romeo. Das Licht hatte ich wieder ausgemacht, ne? Ich glaube schon, ja. Wollen wir mal einen Telefonstreich machen? Hast du die Tür hinter dir geschlossen? Kann ich jetzt noch nicht, weil die Krankenversicherung geht ja nicht ran. Dann verarschen wir den Notruf, komm. Emergency Services. Das ist deine Frau bewusstlos. Ja, genau. Da kriegen wir sie wieder wach. My wife and she's not waking up. Sir, what did you give her? Sleeping pills. I gave her way too many sleeping pills. If she regains consciousness, induce vomiting. An ambulance is on the way. It should be there in 15 minutes. 15 minutes? That's not... What if she doesn't have 15 minutes? Erbrechen. I can give you directions to the nearest hospital. No, send an ambulance. Thank you. Okay. Also wir wissen, dass wir sie dann zum Erbrechen führen müssen. Und wenn sie aufwacht, ne? Ja, und sie wachte nie auf in der Zeitschleife. Wenn sie aufwacht. Tja, gute Frage. Aber gut, vielleicht war das auch nicht ganz unwichtig, wer weiß. Einfach mal die Info mitnehmen, ne? Alex, das meine ich ja mit diesen Loops, dass wir irgendwie alle Eventualitäten abdecken. Mhm. Ne, die Dialoge fertig machen, die Antworten, irgendjemanden anrufen, fragen, Daten sammeln. Und dann kann man sich eventuell den Weg da irgendwie durchbahnen mit den Infos, die man hat. Also wir brauchen auf jeden Fall Infos über die Blume jetzt. Ganz ehrlich, also das ist... oberste Priorität. Ich hoffe, dass er sich an die Blume erinnert. So richtig betrachtet hatten wir sie jetzt eben aber auch nicht. Sie war nur buschig. Können wir gleich machen. Hallo? Vielleicht kann man die Blume ja mit dem Becher mit Wasser irgendwie verbinden. Keine Ahnung. Und dann ihr einflößen oder kotzt sie? Wer weiß. What the? Der fällt aber auch immer lauter, hart oder? Aufgeschlagen, wollte ich gerade sagen. So, Kabelbinder. Guck mal, wie schön groß die Blume schon ist. Mhm. Hast du der kleine Horrorladen gesehen? Die wurde auch irgendwie ziemlich groß da, ne? Wenn sie gleich reden kann, das aber war ja aber auch eine fleischfressende Pflanze. Wer weiß, was das hier ist? Gibt es hier eine fleischfressende Pflanze von Englisch? Blüten, ne. Auch der Name nicht, ne? Blume, kann man sie anklicken? Nee. Listen. Blume. Gucken Sie die Blume an. War, glaube ich, alles egal. Wir müssen ihn anpieken, ne?
Ja, ist doch so, oder? Ja. Aber das ist wieder weiß hier, komischerweise. Lass uns das mal nehmen. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Ich bin ja mal irgendwie, aber ich bin ja irgendwie hin und her gerissen. Ne? Einerseits möchte ich irgendwie, dass ich mit ihm im Reinen drüber reden kann. Wobei wir ja wissen, dass er das erst tut, wenn die Tochter mit ihm gesprochen hat. Genau. Also lassen wir es. Actually, forget it. Ab ins Bein mit der Kugel und dann right reden wir über die Blume. Cool. Ob nun Messer oder Pistole, war egal. Das ist egal. Beim Messer kann ich, glaube ich, nichts aussuchen. Hier kann ich mir zumindest das rechte Bein aussuchen. Was? What? Don't. Oh Gott. Jesus. Jetzt hier was über die Blume. Stop. I'm not fighting you. What do you want? Blume. Brauche ich in einem Kindermädchen. Also. Ja, und es ist weiß, ne? Also gut, aber das haben wir schon tausend. What do you remember about the nanny from the affair? Who cares about the nanny? I do. She had a son, and he's the real murderer. What? When you found the old man, he wasn't dead yet. He was mumbling something. Remember what he said? How could you possibly? He said monster. He said monster. And monster is what his wife called the bastard child. How do you know this? It doesn't matter. What do you know about the nanny? I barely remember her. It was so long ago. Oh, come on. There's got to be something. Her name? Or Daphne? Daisy, maybe. Yeah. Some sort of flower. Blume! A flower? That's the best you can do? Blume! It's been over 20 years. Wie kriege ich jetzt die Blume da runter? Scheiße. Mehr gibt's nicht. Schade. Kannst du jetzt mit der Blume interagieren? Nein. Nehmen kannst du sie nicht. Nee. Vielleicht blüht sie noch nicht genug. Jetzt befreit er sich gerade oder was? Nee. Ja, da versucht er gleich. Hm. Tablette, Wasser, Düngen. Nee, nee, habe ich glaube ich schon mal versucht, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss sie ja erst im Wasser auflösen. I'm hurt bad. Alright, listen up. Okay, vielleicht müssen wir jetzt das Foto nochmal zeigen. Look at this picture. What about it? Look at the date. December 31st. That's the day she murdered him. No, no, that is the day he was murdered, but she was hundreds of miles away. I don't understand. No shit, it wasn't her. She didn't kill him. Das bringt uns nicht so. Wie kriegen wir ihn denn zu der Blume? Oder müssen wir sie mal fragen mit der Blume? Dann doch. Weil ja, aber wird. Kam ja bisher nicht. Ne, oder muss sie wirklich erst blühen? Sind wir zu früh? Vielleicht sind wir zu früh. Und sie muss wahrscheinlich wach sein. Ich ihn erziehe? Bringt da jemanden zum Kotzen? Ja, wir sind jetzt aufs D natürlich gekommen, weil er zwei Namen mit D genau. hat. Aber Daphne oder Daisy. Does your daughter know that you're doing this? Killing us for a watch? Even if it saved her life, you think she'd be okay with this? I don't know what you're talking about. Ja, ja. I'm here for your wife. Please. I'm bleeding out. Ja, dann holen wir jetzt ein Glas. Ah, wir haben ja sogar noch ein Glas Wasser. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob wir sie damit töten. No more questions for now. Mit Tablette oder ohne Tablette? Komm, wir geben ihm mal ein Glas Wasser. Here. Why would I want that? Okay. Das hat sich nicht geändert, dass er nicht trinken mag. Na, stirbt er jetzt leider, glaube ich. Please. Please. Wobei das, er sagt es ja ein paar Mal. Vielleicht können wir auch irgendwas tun. Ich weiß es ja nicht. Haben wir einen Gürtel zum Abbinden des Beines? I'm bleeding out. Düngst du sie jetzt? Ja, mit Tabletten. Oh nein.
Ja, toll, du wolltest es doch. Oh nein. So, und jetzt? Jetzt schmeißt sie alles ab. You're a monster. You're a monster. Und jetzt sagt er wieder Monster. No more questions for now. No more questions. Oha. Echt jetzt? Da könnte man also höchstens was mit ihm machen. I'm losing circulation. Okay, jetzt geht sowieso der Ding so raus. Vorbei. Und jetzt haben wir die Blume getötet. Ich würde es nicht hoffen. Oh Gott. Als erstes gehe ich jetzt ins Schlafzimmer. Mit Wasser. Mit Wasser. Ja, gut von mir aus. Weil egal wie, ob wir noch von Null anfangen oder sie es so oder so braucht. Ja. Dann machen wir die Runde, was wir sowieso machen. Willst du sie wieder betäuben? Gucken wir gleich. Oh, jetzt kommt die wieder zum Knutschen, ne? Ich gehe gleich raus, kommt ne. Reicht. I didn't hear you. Not now. Okay. Rude. Nee, gibt's noch. Cool. Und Dützi? Haben wir eigentlich sie schon mal diesem tödlichen Schlag ausgesetzt? Dass sie sich... Guck mal, jetzt haben wir den Schalter betätigt. Mhm. Jetzt machen wir da aus. Und wenn wir jetzt so tun, als ob wir essen wollen... Und dann? Weiß ich nicht. Ja. Das mache ich wieder aus. Und wenn sie nämlich dann... Betrachte doch erstmal die Blume und gieß sie bitte. Bei Licht ist ja vielleicht noch eine andere... Na, nischt. Haben wir sie gegossen? Machen wir wieder aus. Dann kriegt sie gleich einen Schlag. Das haben wir noch nie gemacht, glaube ich, ne? So, also machen wir jetzt Folgendes. Bis vor ein paar Folgen hätten wir sie auch nicht töten wollen. Da, stimmt schon. Bis wir Routine dran gekriegt haben. Ich wollte das nicht. Nicht wieder zu früh geklickt, ne? Klack. Wir decken jetzt schon mal den Tisch und so, weil das ist jetzt alles, kostet alles Zeit. So, dann machen wir gleich die beiden Dinger voll. Das ist auch völlig... Tabletten noch holen. Brauchen wir gar nicht. Achso, sie soll ja normal. Das Geschenk holen, genau. Alles klar. So, dann den hier noch. Machen wir das Radio an. Dann sollen wir jetzt hier den Tisch stecken. Klack. I wasn't expecting a storm tonight. Ja, ich auch nicht. Ach, komisch. So. Dann machen wir hier ein bisschen Getränk ran. Dann machen wir das Licht aus. Dann meckert sie sofort. Hey, dann setzen wir uns hin. Will you turn the light back on? Cool time. Essen, jetzt. ja. I am ready for your dessert. You saw it? Well, give me one second, then prepare to have your mind blown. Ja, ja, hol mal. Bam. Babe. Schatz, was ist los? So stellen wir erst ein Stück. Genau, ja, wie so ein Serienmörder, ne? Erstmal das wieder ordentlich machen. Oh, shit, I know that really hurts, I'm sorry. You'll be okay, you're gonna wake up in a second. You're not wearing shoes. Oh God, oh fuck, I'm so sorry. Ach, dann ist sie tot. Ja, scheiße. Was haben denn die Schuhe damit? Ja, weil sie keine Gummisohle drunter hat und dann ist sie geerdet und dann war sie jetzt... Ach, echt? Mhm. Ja, das war jetzt nicht... Ne? Naja, dann gucken wir, was der Polizist gleich wieder meckert. Willst du sie wieder in den Schrank stellen? Kann man natürlich machen, ne? Aber jetzt kriegt er keinen Schlag mehr, ne? Ist ja egal. Er bringt dich so oder so um. Wenn du nur in den Schrank steckst. Das sind ja Aussichten, weißt du. Haben wir das Handy? Haben wir gar nicht. Nee, aber für Bumblebee ist es jetzt auch zu spät. Hier weiß ich nicht. Gucken wir mal. Hallo. Achso.
Hat das Menü nicht aufgemacht eben. Das kostet wertvolle Zeit alles. Hello? Hey, hey. Geht noch. Your dad cool. says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Das hier, ne? War doch so. Ja. My wife is innocent, but your dad, he won't listen to us. I don't know what you want. Hey, well, please, could you just call him and tell him to listen? He doesn't have the whole story. Okay, fine. I'll call him. Das haben wir so noch nie gemacht. Naja, warum sollten wir ein Happy End herbeiführen, indem sie tot ist? Das reicht ja, wenn die Zeitschleife startet und alle wieder am Leben sind danach. Hm. Aber recht hast du auch wieder, ja. Toll, stimmt. Mal sehen, was er sagt. Wir können schon die Uhr holen. Sie kriegt. Der da ist ja schon scheiße. Hm. Ich dachte, wir haben Zeit ein bisschen, vielleicht. Ah. Hey, Bumblebee. Genau. What's up? Können wir die Uhr holen? What do you... Honey, I think you got prank called. What the... Did you frighten? Listen to us. Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Love you more. Ich hab auf dich gewartet. Get on the ground. Please. Don't move. Moment. Sir. Sir. Scheiße. Gut, und sie Sir? Kann nicht reden, weil don't. Sir. Scheiße. What the? Da müssen wir uns jetzt hier doch irgendwie... Das wird nichts, ne? Nee. Das wird nichts. Ma'am? What the hell is this? You fucking called my daughter. I'm giving you one chance to get out of this. There's a watch. Old, fancy. Tell me where it is. Das ist zum Beispiel ein Dialog, den wir so auch noch nie produziert hatten. Naja, aber von den Auswahldingern hatten wir die ja schon mal. Ja gut, aber wer weiß, was in jetzt in diesem... Also ich glaube, das führt zu keinen neuen Erkenntnissen. Also die beiden Sachen konnten wir schon mal auswählen. Ja, aber mal gucken. Ich würde aber von denen, die da sind, würde ich das hier nehmen. Ich hätte jetzt mit der Tochter angefangen, aber dann das ist er gleich egal. Sofort... er weiß ja, dass wir die Tochter angerufen haben. Mhm. Hat er gesagt eingangs, ne? Und, okay. She didn't kill her father. It was her brother. Right. No, listen. I'm not asking again. Where's the watch? Denn weiß die Tochter, was sie da tun vielleicht. Think of your daughter. Shut your fucking mouth. Imagine if she knew you were killing us for a watch. Even if it did save her life. What would she think of you? You... How do you know about my daughter? Das kannst du natürlich mal machen. Nee, das hier nicht, aber vielleicht das hier, ehrlich. Ja, das meine ich ja. Ach so. Das war ja eben aktiviert. Das heißt, selbst wenn er uns jetzt umbringt, die falsche Antwort, dann müssen wir den Scheiß dreimal durchspielen, so, ne? Dass wir ihm nämlich den anderen Kram noch sagen können. Hm. I saw the messages on your phone. Cut the shit. Where'd you learn about her? Ja, kannst du nochmal machen? Das weiß ich nicht. I'm telling you, I found her in your phone. You think this is a fucking game? Ja. I'm not a patient. Siehst du, es bringt uns um. Na gut. Es ist aber eine neue Situation, die wir ausdiskutieren müssen. Dann.
versprichst du dir neue Erkenntnisse? Theoretisch. Okay. Alright, it's getting easier. Theoretisch schon. Also gießen wir die Blume und lassen sie einen Schlag kriegen. Richtig. Die haben wir eben gar nicht gegossen, ne? Oder haben wir sie gegossen? Doch. Ja, doch. Sicher? Mhm. Habe ich den Becher nochmal gefüllt danach? Nein. Muss ja, ich muss ihn ja an den Tisch gestellt haben. Sonst kommt sie hier nichts zum Essen machen. I didn't hear you come in. Not now. Okay. Rude. Good. Gieße die Blume. Ich glaube, die haben wir nicht gegossen letztes Mal. Oder haben wir sie doch? Ich weiß es nicht. Habe ich dann nochmal den, Du guckst sie? Wie oft eigentlich? Aber es ändert sich jetzt nichts an ihr mehr, ne? Ne, irgendwie nicht. Höchstens an der Höhe. Aber man muss, soll man hier Botaniker sein, wenn man wissen will, was das für eine Blume ist, oder was? Kann ja wohl nicht sein. Ich weiß nicht, was das für eine Blume ist. Ich würde eine Distel nicht erkennen, wenn ich sie sehen würde. Doch, das will ich. Natürlich will ich das. Hab ich. Where are all the glasses? So. Tisch decken. Das ist mir doch egal. Ich will jetzt essen. Das war mein Magen. Let's do dessert. Spotted the surprise, huh? Let's do it. Just give me one second. Mhm. Kann ja schon mal aufstehen, ne? So. Schatz, hallo? Oh nein. Oh, er sagt doch gar nichts mehr, ne? So. Gut, dann müssen wir jetzt noch telefonieren. Schnell die Tochter anrufen. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Frau ist unschuldig. Ja. My wife is innocent, but your dad, he won't listen to us. Bei dem da drunter kommt er ja gar nicht erst wieder rein. Please, could you just call him and tell him to listen? He doesn't have the whole story. Okay, fine. I'll call him. But lose my number. Ja, ja. In diesem Loop schon. Achso, ich dachte, er isst jetzt was. Egal. Machen wir das Wasser mit. Und eine Kerze. Das Gedudel ausmachen. Mein Handy zu finden wäre vielleicht noch cool, aber ich glaube, das ist. Aber ich meine, normalerweise müsste das ja irgendwie in der Nähe sein, mein Handy, oder nicht? Eigentlich. Tja. Aber du kamst ja ohne Jacke und ohne Tasche an. Kam ich, ne? Meine ich. Müsst du nochmal die erste Folge reingucken. Meinst du, er hat das vorne im Flur stehen lassen, als er den Schlüssel aus dem Stein holte? Kommen wir nicht rein, ja. Leider. So, ich nehme hier alles mit, was ich kriegen kann, von daher. Mhm. Nein, nein, nein,
einfach nein. Und dann hängt er wieder im Glitch und bricht sich ein Bein. Genau. Blume gegossen? Haben wir, ne? Ja, da hattest du das Licht ja an. Genau, okay, alles klar. Dann warten wir jetzt. Hey, Bumblebee. What's up? What's up? What's up? What do you... Honey, I think you got prank called. What the... Did they threaten you? Listen to what? Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of it. Heißt die wirklich Bumblebee oder was? Wer nennt denn seine Tochter Bumblebee? Mal ganz ehrlich. Jemand, der auf gelb-schwarze Auto steht. Hm. Hier bitte. Alright, open up. Okay, let's talk. Get on the ground. Don't move. So. Die Frage ist, ob wir sie jetzt immer betäuben oder hier umlegen hätten lassen müssen oder ob... Nimmt ihr uns beide fest? Platada, vielleicht ist das ja auch nur die Hälfte. Vielleicht brauchen wir sie, die auch mitquatscht, weißt du? Wenn er uns beide festnimmt. Hm. Jetzt probierst du erstmal die andere Variante im Text. Genau. Ma'am ist nicht mehr. What the hell is this? You fucking called my daughter. I'm giving you one chance to get out of this. So. There's a watch. Old, fancy. Das wissen wir doch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Der Bruder ist da. Lass uns mal dabei bleiben, glaube ich, oder? Und ja. dann gleich die drei Möglichkeiten raus. Du darfst es nicht zweimal dieses drauf beharren. Nee, das ist klar. Ja, nee, das ist okay. Aber wir bleiben mal hierbei. It was her brother. Right. No, listen. I'm not asking again. Where's the watch? Weiß ihre Tochter. War das so? Haben wir nicht hattest drauf du vorhin Nächten? Vorhin hast du drauf bestanden, hat er dich getötet. Ist drauf bestehen, mag er aber ja nicht. Nein, dann sagt er ja, woher weißt du das? Beweis oder irgendwie. Und dann hatten wir die Möglichkeit aus deinem Handy und sonst wie. Mhm. Dann kam die ja. You're not listening to me. She has a brother. All right, that's enough. I'm out of patience. Okay, du hast recht gehabt. Mal wieder. Ja, immer wieder. Ich würde gerne, würd gerne zurückspulen. Scheiße. Oh. All right, let's get easier. Ich rufe jetzt die Tochter an und dann lassen wir uns beide festnehmen. Einfach ohne sie vorher zu impfen oder was? Oder? Keine Ahnung. Oder wir erzählen es ihr und sie kann mitreden. Ich meine, das kommt ja auf selber raus, ob wir sie jetzt in den Tod gehen lassen, weißt du, oder ob wir mit ihm so reden. Ich meine, das dürfte theoretisch... Oh. Und dann geht's mir gleich das Blümchen. I didn't hear you come in. Gib sie mir die Wäsche hier, du. Guess. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. So, Telefon. Ah ja, Blume gießen, genau. Sie sagte zur Blume ja auch gar nichts. Hey, bisher nicht, nee. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? So, Frau, entschuldige. My wife is innocent, but your dad, he won't listen to us. I don't know what you... Hey, well, he doesn't have the whole story. Okay. Okay. But lose my number. Ja. So. Blumen gießen. Genau, nehmen wir einfach mal diesen hier. Come on, man. Ja gut, den benutzt sie jetzt. Also den musste man, wenn man sie betäuben will, als Anfang gleich nehmen. Wolltest du jetzt aber dieses Mal? Nö, eigentlich. Ich will ja gucken, ob er uns beide jetzt festnimmt und dann mit uns beiden schnackt irgendwie. Could you just move a bit to your side? Hallo, ich will auch trinken. Haben wir Streit oder was? Nur weil ich... Ah nee, jetzt war ich doch freundlich, oder nicht? Mhm. Ich
Doch nicht gesagt, so jetzt nicht. Ich kriege ja vor 4000 Mal die Blume gegossen. Die ändert sich nicht mehr. Vase, Blume. Aber wir können sie auch nicht nehmen und ihr geben Kommode. Oder irgendwas. Oder, nee. Da tut sich Geschenk, nichts. Nehmen wir mal anders. Socken, BH, 75B. Ups. Oder? Ist das ein B, ne? Ist das hier? Nicht dein Handy. Ja, Gut, dann musst du mit ihr jetzt ein bisschen was erzählen, damit sie überhaupt in die Story mit dem Polizisten gleich irgendwie reinkommt. Irgendwie ja, ne? So, komm, Schatz. Erzähl doch mal über deine Vergangenheit. Gibt es da irgendetwas, was wir noch nicht wissen? Das erst ist, mit dem Polizisten anfangen. Ja, ich würde sagen, weil das ist ja so ein What, what? Hey, ich verstehe nicht. Und dann erzählt er die ganze Geschichte auch nochmal sowieso. Polizist. Genau, würde ich sagen. Das hier. Jo. Weil die Uhr, das können wir gleich auch nochmal machen, ne? Mit der Tochter, ja. Genau. He was close to your father. He says he was there when he died. This is personal for him. What are you talking about? My dad had a heart attack, sicko. You know that. Sicko. Und jetzt die Tochter, ne? Würde ich sagen. Genau. Der Cop? Yeah, he's after your father's watch. What are you talking about? He's gonna sell it to pay for his daughter's cancer treatment. Pocket watch. Daughter's cancer? Aber das ist jetzt auch alles ein bisschen, Babe, you sound crazy right now. Dann müssen wir nämlich den Quatsch hier erzählen. Ja, mach es. Beibringen, I'm glaube ich. I'm stuck in a time loop, and that is how I know about the cop. Aha. Ja gut, dann erzählen wir das hier auch noch natürlich. Ne? Look how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? It was a heart attack. No, it wasn't. Wieso kann es eigentlich ein Herzinfarkt sein, wenn sie eigentlich beim Wegrennen auf ihn geschossen hat? Das passt doch in der Story auch nicht. Ja, das ist ihre Geschichte, die sie immer erzählt. Dass sie wird ja nicht sagen, ich habe meinen Vater erschossen. He didn't die when you shot him. What are you doing? He survived. Your brother, the one you always called Monster. He killed him a week later. I have a fucking brother? A half-brother from your father's affair. He's the one who did it. That Polaroid from the coffee shop, it proves it wasn't you. What is going on? I know. All right, let's go. The cop guy I told you about, he's coming for your father's watch. His daughter has cancer, and the watch will pay for the treatment. Jesus. Willst du das Foto noch an dich nehmen? Hatte ich Bumblebee eigentlich eben angerufen schon? Hatte ich schon, ne? Weil nämlich jetzt, wenn er kommt, ich hoffe doch das sehr, Zeit dass bringt, wenn er erst mit der Tochter redet. Ja. Vielleicht können wir nämlich jetzt hier nochmal ein bisschen mit dem Bruder. Ja. Your half-brother, he's the killer. Wir müssen auf die Nanny und auf den Blumennamen irgendwie kommen. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay, what about the nanny? I was 2 years old. I have no idea. I mean, the cop said he knew my father, right? Right? Maybe he was there back then? Ja, vielleicht war er damals da, ja. Ja, dann wären wir wieder bei meiner Theorie, dass er auch der Halbbruder ist, aber... Also unmöglich möchte ich das nicht sagen, dass das so ist. Ne? Also es kann durchaus sein, dass er der Bruder ist. Ich glaube zwar nicht, dass er den Mord begangen hat, aber ja, dann sagt sie wieder, ja, das ist, ne? Hm. Nicht aufmachen. Und dann gibt es hier nur... Dann hol dir noch das Foto, dann haben wir jetzt ja Zeit, bis er kommt. Let's talk later. This is too much. And jetzt die Blume angucken bringt auch nichts, ne? Okay, okay, machen wir jetzt. We'll tell him the truth. Alles, was du sagst. He'll listen, right? He has to. Hey, Bumblebee. What's I up? I mean, this hole. It's insane. What do you... Honey.
kommt auch nichts Neues mehr. Ja, warum sie gelogen hat, kannst du noch mal machen, aber... But you... Why'd you lie to me all this time? I mean, how was I gonna tell you? Hi, nice to meet you, by the way, I killed my father. I didn't want to get close to anyone. Deswegen hat sie Herzinfarkt gesagt. So persistent. I guess I just wanted to believe I was who you thought I was. Don't worry, Bonnie. Well, I guess that's over now, huh? Da kommt nichts. Nee. Let's talk later. Love you more. All these years, I thought... Okay. Let's talk. Get on the ground. Please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? Blume! He had a love child. Blume! That's your killer. You're expecting me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed every... Kannst du ihn beeindrucken, wenn sie schwanger ist? Everything I loved. This picture. My mother. Say another word. I'm gonna cave your head in. Okay. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster, and he was. Monster? What? Oh, it's just... That was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant... that. Listen. Wieso hat er es gehört? Weil er ihm gegenüberstand und als Monster betitelt worden ist? Weil er wahrscheinlich am 31.12., als er erschossen wurde, bei ihm war und als er starb, ihm noch das letzte Wort entlockt hatte. Aber es war nicht ich. Schau, ich weiß, warum du das machst. Ich verstehe es. Du kannst es nicht. Du kannst uns nicht bezahlen, für was deine Tochter durchgeht. Nicht es auf uns. Ich bin sorry. Ich bin wirklich. If my daughter knew what I was doing, she wouldn't understand. She'd never forgive me. I'm going now. Weiß kann. Wait, just a second. Hey, listen. Was bringt es? Mach es. Here. Take the watch. You need it more than I do. She does. I'll look for your brother. Listen. It's her brother. He's who killed. I warned you. Und das ist eine Frechheit, ey. Jetzt haut er mir trotzdem in die Fresse. Das ist ja unglaublich. Dabei wäre er bei ihrem Dialog so nett gegangen. Ja, aber es wäre egal gewesen, weil der Tag wäre eh durch gewesen. Das ist ja, wir wissen ja, dass dieser Dialog in eine Schleife führt. Haut er ab, er sagt zwar, aber wir finden nichts raus. Wir müssen irgendwie den Zugangspunkt mit der Blume finden. Das ist die Frage, ob sie bewusstlos sein soll. Sie ist bewusstlos. Das ist dasselbe, als wenn sie tot ist, wenn er zu uns kommt. Genau, ne? Und reden und erklären und diesen Dialog führen tut er nur mit ihr, nie mit uns. Genau. Also muss sie bei Bewusstsein sein, damit sie überhaupt nach Bumblebees Anruf diesen Dialog mit ihm führen können. Mhm. Fuck you! Oh! Ich würde ihr gerne das Handy gleich mal geben. Haben wir das schon mal versucht? Nee. Damit sie die Nummer wählt. Wer weiß. Schnell zum Becher. Hey there. I didn't hear you come. Not now. Okay. Egal. Komm, reden mit ihr. Willst du jetzt das Handy geben oder was?
I'm stuck in a time loop, and I can prove it. Right. Look, how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? No, it wasn't. Gleich ist aber zu spät für den Anruf, ne? And he hit you. How? I couldn't. I did what? Listen. What are you doing? He survived. Your brother. He killed him. I have a fucking brother. A half-brother from... He's the one who did that Polaroid from the... It proves it... What is going on? I know. All right, there's... He's gonna accuse you, but he's actually... What? His daughter has cancer. He was close to you. Yeah. Gut. Wenn das jetzt mal nicht schon zu... Da weiß ich nicht. Here's this. Oh, thanks. I was wondering where that got off to. Toll. Na toll. Jetzt können wir sie nicht mehr anrufen. Richtig. Kannst du die Blume noch gießen und dann... Let's talk later. Passt das. Gut. Ja. War schön, dass wir das versucht haben. Schön, dass wir den ganzen Dialog aber wenigstens weggeklickt haben. This is too much. Ja, du sinnierst noch ein bisschen rum. Ich gieße die Blume, dann gehe ich raus. Some cop guy is coming? Okay, we'll tell him the truth. Können wir auch Lichter machen, ne? So, und das gibt's doch gar nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass wir sie 12 Millionen Mal gießen müssen. He'll listen, right? He has to. I mean, this whole... It's insane. Wann hatten wir den Dialog mit ihr, wo sie nach dem Namen des Kindermädchens gefragt wurde? Da hattest du ihr ja schon gesagt, Doris oder Daphne? Ja. Ja, eben. Anderer Einstieg vielleicht, ne? Gut, also Bumblebee anrufen und mit ihr reden. Mhm. Gott, pass auf. Machen wir jetzt. Weil ich weiß, dass du ihr das einmal gesagt hast mit dem Namen. Hello? Hey. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Wenn er nicht kam, war es auch egal, ne? Na, dann passiert ja aber nichts, dann können wir mit ihm nichts klären. Wenn er nicht kommt und wegfährt, endet stimmt. Die Schleife. Ja, okay, stimmt. My wife is innocent, but your dad, he won't listen to us. I don't know what you want. Hey, well, please, could you just call him and tell him to listen? He doesn't have the whole story. Okay, fine. I'll call him. But lose my number. Vergewaltigung! I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Gut, dann reden wir mit dir ein bisschen, ne? Was hatten wir noch erzählt? Das ist die Frage. Hallo? Okay. In the next few minutes, a cop is gonna knock on a door. What are you talking about? Jo, mach. The cop guy says that he was close to your father. He says he was there when he died. This is personal for him. What are you talking about? My dad had a heart attack, sicko. You know that. That cop? Yeah, he's after your father's watch. What? Ich glaube, das ist der falsche Dialog. He's gonna sell it to pay for his daughter's cancer treatment. Pocket watch. Das ist wieder zu viel für sie, weißt du? Babe, you sound. Da musst du ja aber erst mit der Schleife wieder anfangen, sonst oder was? Ja, Bruder. Eigentlich muss das ja, weil da kommen wir auf die Nanny eigentlich. The one that killed your father. How can we find him? What are you talking about? I don't have a brother. Your half-brother, from the affair, where can we find him? I have no idea what you're talking about. Cut it out. You're scaring me. And now all these questions about how my dad died. What the fuck is wrong with you? I'm done with this. You have more questions? Find someone else.
Babe? Seriously. Yeah, I don't need this right now. I'm Babe? Out. Babe? Okay, also erst mit der Zeitschleife, damit sie Babe. Babe! Schade eigentlich. Jetzt kommt er. Ja, ist egal. Haben wir. So. And we're back. Irgendwie nehme ich sie an mich, damit sie gar nicht jetzt zum Trinken kommt. Wobei, das war wieder so voreilig, ne? Wir hätten natürlich auch gucken können, wie ihr Dialog im Treppenhaus verläuft. Vor allem, wenn die Tochter gerade anruft, ne? Und sie gerade rausgeht, ne? Ja. Oh. Egal. Ja, weiß ich gar nicht. Das ist immer das Problem. Und dann denkst du, das ist egal. Dann ist es gar nicht egal am Ende. Und das ist so die... Das kann ja wichtig sein. Aber theoretisch sollte es den... Den Weg hier, die Story nicht verändern. Großartig. Hey, your dad says that my wife... Please, he is gonna hurt. What are you talking about? Why would you? Frau, entschuldig. My wife is innocent, but your dad, he won't listen to it. I don't know what. Hey, he doesn't have the whole. Okay. But lose my number. Ja, ja, ja. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Dann gieß mir das Blümchen kurz. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Wobei ich glaube, dass hier ausgewachsen ist. So, sag mal, wie fangen wir jetzt an? Von der Zeitschleife erzählen. Das hier. Genau. I'm stuck in a time loop and I can prove it. Right. Du glaubst mir nicht, oder was? Look how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? It was a heart attack. No, it wasn't. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out and he hit you. How could you know that? I couldn't. You told me in a previous loop. I did what? Listen. He didn't die when you shot him. What are you doing? He survived. Your brother, the one you always called Monster, he killed him a week later. I have a fucking brother? A half-brother from your father's affair. He's the one who did it. That Polaroid from the coffee shop, it proves it wasn't you. What is going on? I know. All right, there's more. Listen, a man is about to ring the doorbell. He's gonna accuse you of murder, but he's actually just here for your father's pocket watch. What? Da erzählt er ja quasi wirklich schon alles, was in dem einzigen Dialog auch sonst rauskommt, ne? What? Mm-hmm. He was close to your father, and when your dad died, it really hit him hard. Yeah, yeah. Ja. Mehr über den Bruder, genau. Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay, what about the nanny? I was 2 years old. I have no idea. I mean, the cop said he knew my father, right? Right? Warten wir ihn. Was there back then? Wie haben wir mit ihm noch mit Daphne? Das ist nur, wenn er gefesselt war, ne? Er sagte irgendwann, dass der Polizist ihm die Namen gesagt hat. Hat er es ihr erzählt? Ja, ich meine, ja. Kommst du jetzt vorne nochmal mit auf die Polizistenschiene? Ja. Mit den Polizisten reden? Da kommt nur das hier. Ach, das ist alles, was beim Polizisten, ja. Okay. Und das ist mit Vergangenheit gelogen und andere Themen. Und da gibt es nur noch Essen und Dessert. Deswegen überlege ich, wie kamen wir denn bitte dahin? Und das mit Daphne war ja auch im Endeffekt... Das hatten wir ihr mal erzählt, ne? Einmal, ja. Okay, da hatte sie uns dann ja erzählt daraufhin, dass sie 2 Jahre alt war und überhaupt nicht weiß, wie sie hieß und irgendwas. Genau. Das deswegen fragen wir auch sie. Schon gesagt. Genau, deswegen fragen wir sie anscheinend auch nicht weiter auf des Namens, weil scheißegal. Also muss er das ja sagen. Und er ist ja theoretisch mit uns nur im Dialog, wenn er gefesselt da liegt.
Ja, aber wie bei den anderen Zeitschleifen eignen wir uns dieses Wissen ja eigentlich an. Warum können wir es jetzt nicht wiedergeben, obwohl wir es schon mal konnten? Gute Frage, weil sie es nicht weiß einfach, weil sie 2 Jahre alt war. Ja, aber wir haben uns das Wissen aus diesem Gespräch von dem Polizisten ja angeeignet und jetzt nicht zur Verfügung. Ja, theoretisch. Let's talk later. Na, sonst gehen wir aber ins Schlafzimmer. Vielleicht kommt sie hinterher, oder was? This is too much. Hier, Blume. And some oder kam das erst, wenn der coming? Polizist dann da okay. war? We'll tell him. Hat der Kopf das rufen? Gesagt? Nee. Let's talk later. He'll listen, right? He has to. I mean, this whole... Kann ich die Blume auf die Frau ziehen? Nee, macht er auch nicht, ne? Insane. Ja, ich hatte ja gehofft, wir können sie mal nehmen, aber... Ja, mach es nochmal. Kennst du doch. Ist immer derselbe. Why'd you lie to me all this time? I mean... What was I gonna tell you? Hi, nice to meet you. By the way, I killed my father. I didn't want to get close to anyone, but you were so persistent. I guess I just wanted to believe I was who you thought I was. But well, guess that's over now, huh? Tja. Da kam ja auch mal so ein ich verzeih dir, egal, ich bleib bei dir Dialog, der kommt ja auch nicht mehr, ne? Und ich überlege gerade, wie wir irgendwie. Also sie war definitiv zu jung, um sich den Namen irgendwie einzuprägen. Er sagt, das ist 20 Jahre her, er hat es vergessen. Irgendwas mit Daphne, bla, Blume. Das heißt, er redet mit uns ja auch nur, wenn er gefesselt im Schlafzimmer liegt. Mhm. Bisher zumindest. Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden. Also eigentlich müssen wir ihn wieder fangen. Mhm. Und reden. Lass uns das nochmal machen, bitte. Jetzt lass ihn erstmal kommen und das Gespräch nochmal mit ihm abwarten. This wird genauso laufen wie vorher. It's insane. Schätze ich. All these years, I thought. Now we wait. Hey, I didn't Bumblebee. Think I had any other family. What's up? Was ist, wenn ich sie jetzt umbringe? I don't know anything about him. Wir wollen ja kein blutiges Ende. Wir wissen ja, dass er redet ja nur mit ihr. Mit dir redet. Nein, wenn sie tot ist, will er mit mir. I guess. Ja, aber nicht so. I mean, the good news. That's it. That's the secret. That's the skeleton. Oh, okay, I'll listen to him, but honey, now that you know it, I mean, if you'll still don't have worry, me, Bumblebee. I'll take care of you. You can start fresh. Clean slate. I love you more. I've never... Let's talk. Get on the ground. Please, don't move. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You expect me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster, and he was. Monster? What? It's exakt derselbe wieder. Oh, it's just... Nicht, dass da was Neues kommt. Wenn ich ihn anlabere, wird er aggressiv zu mir. It never occurred to me that it meant und sie kann nichts auswählen, gleich mit Nanny nochmal irgendwie, ne? Sie wählt ja eh nichts aus. My father was important to you. I miss him too. But I always thought you weren't there. I wasn't there. But then I don't know. War der Dialog anders als in der Interaktion, wo er wieder runtergefahren ist mit dem Fahrstuhl? You can't make us pay for what your daughter's going through. Don't take it mit out ihr? Ja. Mit der Tochter, ja. I'm sorry. Natürlich. Nein, auch mit ihr dann im Zimmer, als wir auf ihn da warten, der dann nicht kam. Nein, er kommt nicht, aber war der Dialog der Eheleute da anders? Das kann natürlich sein. Stimmt. Er kriegt noch die Uhr und das war's dann.
Here. Take the watch. Babe? You need it more than I do. Kannst du jetzt nicht messern? Kann ich ihn messern? Okay. Fuck you too. Ist ja egal. Wir rufen jetzt die Tochter an. Zweite Option. Da so recht. Das könnte der Grund sein, warum da der Dialog mit ihr denn anders war. Warum es andere Möglichkeiten gab. Ja, sonst wüsste ich es nicht. Sonst kannst du es natürlich wieder mit dem ihn knebeln und machen versuchen. Das würde ich sowieso nochmal irgendwie versuchen wollen, aber Komm irgendwie Hello? Nicht weiter. Hey, hey. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? So, und zwar das hier, diesmal. Ja. Listen, your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us, so that he can pay for your treatment. What? No, my dad, he wouldn't do that. My wife? My wife has this expensive pocket watch, and your dad wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine, I will. Und vergessen Sie meine Nummer. Nicht? Okay. No. Hallo. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Und aus diesem Dialog heraus, beziehungsweise aus dieser Situation heraus, haben wir auch noch nicht das Essen angefangen. Es gibt eine Trillion Möglichkeiten. Das ist ein Baum, der da irgendwie wächst. So, und wie haben wir jetzt angefangen? Ja, wieder, dass der Tag von vorne anfängt, sonst ist sie ja wieder angepisst. Okay, also dann machen wir das jetzt, gut. I'm stuck in a time loop and I can prove it. Right. Look how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? It was a heart attack. No, it wasn't. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out and he hit you. How could you know that? I couldn't. You told me in a previous loop. I did what? Listen, he didn't die when you shot him. What are you doing? He survived. Your brother, the one you always called Monster, he killed him a week later. I have a fucking brother? A half-brother from your father's affair. He's the one who did it. That Polaroid from the coffee shop, it proves it wasn't you. What is going on? I know. All right, there's more. Listen, a man is about to ring the door. Und ihr hören so dong, dong, dong. Murder, but he's actually just here for your father's pocket watch. What? His daughter has cancer and the watch will pay for the treatment. What? He was close to your father, and when your dad died, it really hit him hard. Yeah, yeah, yeah. Jetzt aber, Bruder. Your half-brother? He's the killer. How do we find him? I don't know. Nobody ever told me anything about him. I don't even know his name. Okay, what about the nanny? I was 2 years old. I have no idea. I mean, the cop said he knew my father, right? Right? Maybe he was there back then? Und da hat doch aber schon mal gesagt, dass der Cop gesagt hat, dass wie eine englische Pflanze. Genau, sie sagt, wahrscheinlich hat sie erzählt, keine Ahnung. Und dann bleibt nur der Cop. Okay. Dann. Let's talk later. Dann gieß die Blume. Ja. This is too much. Ja, aber dann war's das. Er kommt jetzt nicht, ne? Richtig. Und dann läuft die Zeit ab und dann ist der Loop vorbei. And some cop guy is coming? Ihn jetzt nochmal wieder okay. Knebeln? Er kommt ja nicht. Nein. Die Zeitschleife hier können wir ja dann gleich nach dem Blumen gießen. He'll listen, right? He has to. Naja, also theoretisch ist das für mich... I mean, wir hatten ihn schon mal geknebelt, ne? Haben wir irgendwas Neues erfahren? Woraufhin wir ihn da irgendwie jetzt... Oh, da kommt nichts mehr mit dem Gießen. Und eine Tablettenwasser-Scheiße hat er auch schon dran gehabt, oder? Oder hat er das nicht gegossen? Einmal haben wir das gemacht, aber da passierte auch nichts wirklich Neues. Oder müsste man es regelmäßig machen? This is crazy. Sure, gute Frage. Allerdings habe ich auch noch nie gehört, dass... Schlaftabletten ein Dünger für Pflanzen sein sollen. Was passiert eigentlich, wenn wir ihr jetzt? Hier, das. Oh, the present.
Yeah. Yeah, let's talk about this later. Tja. Da wissen wir auch nichts Neues, ne? Let's talk later. Handy? Das kannst du ihr nur geben, steckt sie auch ein. Here's this. Oh, thanks. I was wondering where that got off to. Deins haben wir immer noch nicht gefunden. Oh, Schatz, wo ist meins? Auch nicht. Ja. Willst du tanzen? Care to dance? What? You want to dance? Right now? No. Not now. Ja. Gut. Dann ist ein guter Zeitpunkt für ein Dessert. War es das jetzt? I didn't think I had any other family. I don't know anything about him. Nein. Warum nicht? What's up? Hey, Bumblebee, what's up? Why did you do this? Aber er kommt jetzt noch nicht rein, oder macht die Tür auf? Geh aber nicht raus, bitte. Ich ruf dich gleich zurück, siehst du? Police! I have a warrant for your arrest. On the ground, now! Don't move. Gut, jetzt hat er aber von den Infos aus dem Gespräch von Bumblebee auch noch nichts bei sich. Ne? Weiß man nicht. Oder es reicht, dass er einfach mit ihr geschnackt hat. Ob der Zeitpunkt oder wo man sie umbringt jetzt wichtig war, weiß ich nicht. Ne? Oh, what did you do? Jesus! You murdered her. You're gonna go down for this. Unless, maybe I can help you. Your wife was... Ja, wer weiß, haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. She's got a pocket watch, it's evidence. Das ist aber das, was er schon kennt. Ja, warte. Maybe I can make this go away. Ja, mach aber. Think of your daughter. Shut your fucking mouth. Imagine if she knew you were killing us for a watch. Even if it did save her life. What would she think of you? You? How do you know about my daughter? Ich drohe, sie zu verletzen. Dann bringt er dich um. Stimmt. Die beste Lösung, die schnellste Lösung bei dieser Drohung ist in der Tat, mich umzubringen. Gut, dass du das am Telefon kannst du ihm nochmal sagen. Das wird er dir nicht glauben. Aber mach es, ja. Saw the messages on your phone. Cut the shit. Where'd you learn about her? We've been through this before. What? I'm living the same day over and over. I'm not playing games here. Who told you about my daughter? Kannst du das von dem Bruder? Versuchen, meine Zeitschleife zu erklären. Look, I know how it sounds, but I'm telling you, I am stuck in a time loop, and that's enough. Alles, was du zweifach wiederholst, führt zum Tod. Naja, okay. Die Time Loop zu erklären, fand ich jetzt nicht als doppelt, aber ja. Naja, aber dieses aber das war zum Thema, genau. Ja, gut. Ja, also jetzt können wir theoretisch dann nur noch sagen, ich verletze deine Tochter. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ich bringe jetzt meine Alte gleich um. Ich werde diese Scheißblume nicht gießen. Ja, das hast du jetzt davon. Kann ich mit dem Messer das Sofa aufschlitzen? Ist da mein Handy drin? No. Nee. Nicht da drin. Gut. So, pass auf. Gleich. Sag kein Wort, Schatz. Geht gleich ins Eingemachte. Hallöchen. Schlitz. Oh. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you're... Yeah, I will. So, jetzt aber. Schlitz. Hey, Hon? Guck weg. Alle weggucken. What's up? Huh.
Gut. Mein verdammtes Telefon, ey. Ja. Hey, I can't come to the phone right now. Please leave a message. Ja, Fotos, irgendwas ist alles nicht drauf. Nee, hat er nicht. Und das ist alles nur Liebling. Also das ist unsere Nummer hier. Ihre Nummer. Nee, das ist unsere Nummer hier, ja. Aber wir erreichen unser Telefon nicht, weil wir... Hm. Also ich will nur darauf hinaus, die Tochter zu verletzen, das sagen, weil ich glaube, wir schaffen es sind schon drüber. Stunde 15, glaube ich. Aber, das war wieder so eine Fail-Folge heute, ne? Wir haben zumindest ein paar Sachen abgeklärt, was nicht funktioniert. Ja. Ich hatte ja gehofft, die Blume würde blühen und dadurch wäre der Name vielleicht irgendwie da, den wir jetzt suchen. Come on, I know you. What the? Don't fucking move. Okay, you're under arrest. Don't move. Man? Sir? Sir. Gut, dann komm mit deiner Uhr und dann erzähle ich dir was. Holy, what did you do? Aber ich fürchte, du hast recht. You murdered her. You're gonna go down for this. Unless, maybe I can help your wife. She's got a pocket watch. Tell me where it is. Maybe I can make this go away. Genau, weiß ihre Tochter, woher kennen sie meine Tochter? Shut your fucking mouth. Imagine if she knew you were killing us for a watch, even if it did save her life. What would she think of you? You? How do you know about my daughter? Mach ich mal. Let me go, or I am going to hurt your daughter. Motherfucker. I'm out of patience. So. Na gut, aber wir mussten es abklären, ne? War absehbar. Ja, natürlich. Mussten wir aber abklären, weil... Tja. Und... Cut. So, dann werden wir also jetzt einmal sinnieren, in uns gehen, mal ein, zwei Tage drüber schlafen. Und dann werden wir uns überlegen, was Sache ist, ne? Was wir machen können oder was auch nicht. Also wichtig ist... den Namen der Nanny rauszukriegen, warum auch immer, über die Blume. Oder den Namen des Bruders rauszufinden. Den kriegen wir wahrscheinlich aber echt nur über die Nanny raus. Aber wenn wir nur einen Vornamen haben, wie findet man den? Pass auf, den kriegen wir nur mit seiner Hilfe raus. Das heißt, wenn wir mit ihm reden. Mhm. Pass auf, ich muss mit... Wir werden ihn... Wir werden sie betäuben. Wir werden sie betäuben. Und wir werden kooperieren. Mal gucken, was dann passiert. Das haben wir seitdem nicht mehr gemacht. Okay. Nimm das Messer auch an dich. Brauchen wir nicht. Ich werde mich am Schrank verstecken. Ist egal, ich nehme das Messer. Ich mache das Foto. Schreiben wir nicht mehr, oder? Gerade eben. Jetzt nicht. Not. Okay. Und die Uhr hole ich jetzt nicht. Nein, gib ihr eine Schlaftablette. Ich hole die Uhr doch.
Ja, du, weil... Weil du es kannst. Einfach, weil du es kannst. Ja, und weil sie sonst... Du, stell dir vor, wir haben irgendwie jetzt eine neue Situation. Er sagt, geben Sie mir die Uhr und dann. Und dann haben wir sie nicht. Und dann. Ja, und oder sonst. Oh. Water? We gotta clean that closet. Water? Das hört sich so geil an. Water? I was about to grab some. Boah, schlaf schön und dann geht's los. Haben wir alles, was wir brauchen? Ja, ne? Handy brauchen wir noch? Die Blume hast du noch nicht gegossen. Das du aber wollte nicht. Ich nicht. Scheiß auf die Blume. Achso, und das Licht machen wir, wenn sie drin ist? Ist ja egal, ne? Ja. Jo. Müde? Tired all of a sudden. Oh, we'll talk later. Okay. Merkwürdig, dass du so müde bist, Schatz. Geht mir auch seit Tagen so. Muss mir das jetzt irgendwie... Ja, wo ist die Uhr? Sag mir lieber gleich, wo die Uhr ist. So. Hab mal einen Blick auf die... Da ändert sich gar nichts. Keine Blüte, kein gar nichts. Einfach nur so ein grünes Mistviech. Mensch, da waren wir aber echt schnell, dass wir den anderen Becher genommen haben, ne? Weil der Becher auf dem Tisch hier vorne stand noch. Sie hätte sich auch was zu trinken holen können, ne? Wieso, das war der leere Becher, den sie jetzt ausgetrunken hat. Stimmt, ist recht, okay. Sonst waren wir doch besser, gut. Ich rufe sie jetzt einfach mal an, weil wir es können, weil ich keine Ahnung habe, wie und was. Mit der Zeitschleife, oder was willst du jetzt sehen? Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Warte mal, wenn er... Stopp mal eben. Dann rede er mit uns, ne? Dann geht er auch nicht ins Schlafzimmer und kriegt auch keinen Schlag, ne? Dann verarsche ich sie jetzt. What are you talking about? Why would you say that? Zeitschleife. Listen, I'm trapped in a time loop and I can't figure out... Gut. Tschüss, Tür dann. Zu. Okay. Ach nee, Tür zu, genau. Tür zu. Bin langsam durch. Ich muss los aufhören heute. So, jetzt warten wir. Now we wait. Ja, haben wir noch eine Möglichkeit, wo dein Handy sein könnte? Ich glaube nicht. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Hosentasche? Ich wüsste es echt nicht. Können wir uns selbst durchsuchen? Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Ich dachte immer, dein Inventar wäre die Hosentasche. Stimmt, ja, ist auch so. Naja, es wäre nur eine Begründung, oder es wäre nur eine Idee, dass ich ihn anrufe, bevor er hier ist. Mhm. Bringt ja nichts, weil es reicht ja, wenn sie ihn anruft vielleicht. Hallo? Police, come on out. What the? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte ihm kooperieren, ne? Und ob du messerst oder erschießt, ist auch noch egal im Bein und Arm, ne? Ja. Er blutet in jedem Fall. Und würde auch verbluten in jedem Fall. Hat er also auch auf die Gespräche keinen Einfluss, ne? Das würde ich jetzt so behaupten, ja. Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Listen. Ups, ich bin unschuldig, habe ich angefangen. Ja. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go.
please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Wobei er mir ja noch nicht einmal zugehört hat, ne? Mhm. Ist egal. Komm, wir testen das jetzt. Okay, I will do whatever you want. Smart. I'm gonna get up slowly. Don't do anything stupid. Ja, und dann... You took my knife. Think you're clever? You better cut these handcuffs. Sir? 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 Es gibt uns eine Kopfnuss, ne? Mhm. Dann messer ich ihn jetzt. Aber geht das nur in den Rumpf, glaube ich. Oder denkt er jetzt, er will ihn aufschneiden, den Kabelbinder? Ja, eben. Machen wir jetzt. All right, thanks. You took my things. Shouldn't have done that. Ja. Mhm, ja, gut. Hätten also geht's wir ihn, nur übers Verletzen. Oder wir hätten ihn nicht ausrauben sollen. Nur einen Kabelbinder nehmen, dann befreit er sich doch eh gleich selber mit dem Messer. Ich weiß es nicht. Wenn du ihm das Messer lässt, ja. Die Waffe. Das sind so viele Möglichkeiten. Lass uns drüber schlafen, wir machen nächstes Mal weiter. Guck mal, Stunde 22. Viel zu lang. Und wir haben nichts erreicht. Jedenfalls nicht zur Vorfolge. Naja. Im Vergleich. Tja. Mist. Gut. Keine dann. Blüte, kein Namen, nix. Aber sie wächst. Wenn ich sie jetzt messer, wenn sie voll ausgewachsen ist, ist sie dann messere? Nein, dann fangen wir von vorne an. Das sind ja nur 5 Mal. Musst du noch mal düngen mit einer Tablette? Ja, nee, glaube ich nicht, dass das wirkt. Ich weiß, nee. Man sitzt davor, also nur ihr hört jetzt nichts, ne? Also ich habe die Cam ja aus. Man sitzt davor und überlegt. Man guckt diesen Bild, man startet jetzt diesen Bildschirm an. Den ihr auch seht und ich überlege. Das hört ihr natürlich nicht, weil so mechanisch ist mein Gehirn nicht. Aber ich überlege wirklich, wir haben eigentlich jetzt alle, meiner Meinung nach, alle möglichen Dialogspielereien, Möglichkeiten durch. Da fehlt uns irgendwas Kleines. Wir haben die Tochter angerufen. Wir haben mit ihm alles durchbekakelt. Ja, das machen wir in Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Ne? War halb schön. Ja, ich kann es verstehen, wenn ihr enttäuscht. Ich bin auch enttäuscht. Ne? Aber hilft ja nichts. Wir müssen weitermachen. Ich cheate nicht. Ich cheate nicht. Nein, tue ich nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss.